Ich hasse mein Freund. Volles Festoleros. Was machst du denn da jetzt? Dritte Rad ist weg. So. Prost. Herzlich willkommen. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Festoleros. Wir testen heute die anderen Biere von Boxyland. Boxyland. Hoffentlich schmecken sie jetzt besser. Wir waren zweimal enttäuscht und einmal positiv überrascht. So. Tiger-Bier war echt gut, die anderen Bieren nicht so geil. Für die Box möchte ich jetzt, dass wir endlich was trinken, ja, probieren. Zeit. Also los. Ja, nächstes Bier. Übrigens, wir wollen immer wieder darauf hinweisen, Alkohol ist nicht gut. Ja, alkoholfreies Bier gibt's da. Und dann kann man auch wegen der Schwangerschaft und während des Autofahrens Bier genießen. Deutschland auch ab 18 jetzt mittlerweile, ne? 16, weißt du? Oder? 16, 18, schreibt's mal in die Kommentare. Das vierte Bier von 6. Aus der Boxyland Box. Dann wäre das das Estrella Barcelona 1876. Estrella Damm, genau. Ein Lager ist das. Wasser, Gerstenmalz 13%, Reis und 4% und Hopfen. Und Mais ist auch drin. Wo denn? Steht bei mir hier. Bei mir steht erstmals Reis, Mais, Hopfen und Hefe. Okay. Nö, steht hier nicht drin. Steht wirklich bloß Wasser, Gerstenmalz, Reis und Hopfen. Ist dann wohl wieder ein Flüchtigkeitsrechtschreibfehler. Jo. Alkoholgehalt? 5,4. Das stimmt. Ist ja dolle. Gut, nicht lange labern. Womit machen wir das auf? Ach so, mit einem Standard normalen Bieröffner, ansonsten würden wir das natürlich mit was anderem machen. Twitter nehmen, was ihr wollt. Naja. Eine andere Bierflasche, eine Wasserflasche, irgendwas, eine Gabel. Normalerweise nimmt man die Cap Guard. Ach ja, natürlich als erste. Rico hat schon wieder versagt hier. KKP1. Mea culpa. Naja, hier. Gut, dann schenken wir mal ein, aber dann. Richtig? Ja, nachher schmeckt das nicht. So, ich mache das jetzt mal falsch, damit wir jetzt mal den Schaum sehen. Sieht schon mal gut aus, oder? Ja, sieht gut aus. Ja, ist ja auch alle gegeben jetzt. Rudi Carrell würde ich sagen, zu viel Schaum, zu wenig Bier. Ja, das ist dein alter Tipp. Ja, ist jetzt leicht oder fest? Der Schaum. Also hier gibt hier immer noch welchen. Ja, fest. Eher fest. Wirklich. Also wenn das hier im Glas schon so gut läuft, dann läuft das auf jeden Fall in der Flasche noch besser. Also ich würde sagen, recht fest. Recht fest. Ja. Klarheit. Na gut, das ist wieder wie die anderen. Klar. Sehr klar sogar. Hat eine schöne Farbe. Sehr klar, ja. Sehr klar, ja. Farbe? Oh, wunderschön, also ziemlich hell. Ja, genau. Ja. Geruch. Geruch? Mhm. Ja, doch, riecht aber gut. Ja? Riecht gut, ja. Ich finde es zu sehr nach Brause. Nee, ich finde es zu abgestanden riecht das, ja? Also zu stark. Also spürbar ist das nicht? Ja. Ja. Antrunk. So, jetzt wieder Antrunk, leicht oder schwer und sehr süß oder sehr herb. Prost, Jan. Genau. Schwer und mild. Was sagst du? Ich habe direkt gemerkt, wie
wie doch weniger gesehen habe beim Runterschlucken. Ja, was schwer ist das? Ich finde schon, dass es Ah, schwer ist. so schwer oder so schwer. Ja, so schwer. Ja. Und sehr süß oder sehr herb? Schon Boah, sau sehr. süß. Ja, finde ich auch. Absolut. Süß sagen, glaube ich. Die Würze. Würze. Mild oder würzig? Ja, mild, Und wie absolut. ist es? Also, ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Würze und Andruck ist. Also ich finde es sehr mild. Das ist wirklich, warte mal, ich trinke Ja, nochmal. ist mild. So mild ist das da. Wie es dann nie wieder Rest ist. Die Oh ja. Gesamtbewertung warten wir nur ab, bevor Absolut mild. Also ich nehme ja wir immer mein Beispiel entessen. Rosenpilz. Rosenpilz ist ja noch milder und blumiger. Oh, das ist wirklich sehr mild. Also ja, kurz, kurz. Schon, eigentlich ist hier eigentlich schon, das ist schon Donner. Das ist schon echt gutes Bier. Zeig mal die Naja, Pulle nochmal. das Ding ist total. Ist ja wirklich. Ja. Das ist ja fast ein Schlüpferstürmer, Junge. Naja, So ungefähr, ja. ich kann mir gut vorstellen, dass die Frauen das gerne. Ja, definitiv. Also wirklich, das ist. Ist ja wie ein Mediterraner, ja. Ja, also das trinkt sich so weg. Ja, definitiv. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch für also ich würde das auch so trinken. Ja, das kriege ich auch hin. Kein Problem. Das, was mich so ein bisschen irritiert, ist halt, ich habe das Gefühl, dass er ziemlich schnell schal wird. Das Einzige, was an dem Bier nicht cool ist, Ist. ist der Geruch. Ansonsten ist das richtig gut. Erstmal, als ich die Rochen habe, halt so ein bisschen an Eisen so gedacht. Also dieser komische Hast du ja Nasenbluten gehabt? Metallgeruch, ganz Na, komisch. Nasenbluten hat er gehabt und Ja, dann. weil ich das nicht erwarten konnte. Ah. Gut, Tiger war 4, wa? Tiger war 4, ja. Na gut, dann ist es höher. Höherwertig. Auf jeden Fall ist es höherwertig. Da wird es ja interessant. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die mal beide vergleicht haben wollt. Den Estrella und den Tiger. Ja, weil das ist wirklich. Das ist echt gut. Ja? Kannst du hier meckern, ja? Was haben wir da? Tiger? Tiger war ja auch nicht so dolle. Na, Tiger 4 war. Ja. Ist aber war nicht ganz so süß, aber auch mild, gut. Na, Na gut, dann machen wir die 5. Machen wir die 5. noch einmal die ausgetrunken. Nachher sagst du wieder, ach nee, es Ach, schmeckte wegen dem doch nicht mehr. Schalige, wa? Ja, stimmt. Das Problem mit dem Schalenbier. Mit dem letzten Schluck. Mit dem, na? Mit dem Uwe, Uwe. Uwe, Uwe. Genau. Wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass das hier nicht ausreicht, hier, dieser Verkostungsbogen. Jedenfalls nicht für unsere Ansprüche. Ja, da fehlt zum Beispiel der Wegkippfaktor. Und der muss natürlich auf. Ist ja klar. Ich fand's gut. Ich würde immer noch 5 Sterne geben. Können wir so machen? Ich sage bloß noch dazu, dass das relativ schnell die Kohlensäure verliert. Also Ich kann nicht mehr schreiben, besoffen. von 6 Sterne hat das Bier bei uns 5 erreicht. Sehr guter Wert. Gut. Würde sagen, Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und hier unter dem Video zu kommentieren. Und den Link zum Produkt gibt es natürlich auch hier unter dem Video. Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Alter, was ist denn das denn? Das ist hier deine Sprache. Ansonsten 4,7 los. Zeig noch nie Kriegst du gesehen. eine Entzugserscheinung? Vergesse. Nachher kam sogar Ist ja zurück. massiv. Bis demnächst.